getanzt habe. Jetzt wird alles irgendwie klarer. Aber ich bin trotzdem ziemlich durch den Wind. Kaum ist die Probe zu Ende, beginnt ein anderer Tanz. Das Ballett der Kellner. Sie richten den Saal an für die Gäste, die vor der Revue zum Dinieren kommen. Durch Corona hat das Moulin Rouge die Zahl der Abendessen von 450 auf 350 reduziert. Der Traum vom Moulin Rouge erfordert Perfektion. Auch im Saal. Ganz genau wie auf der Bühne. Und darüber wacht er. Du kannst gleich die 88 für 5 Leute eindecken. Fünf bezahlte Diner. Wir servieren und zum Nachtisch gibt es ein Glas Champagner aufs Haus. Jean-Paul Press ist ein lebendiger Teil der Legende des Moulin Rouge. Seit 1982 arbeitet er hier. Davon 29 Jahre als Maître d'Hôtel. Das Traumbild von Moulin Rouge zieht Persönlichkeiten aus der ganzen Welt an. Sogar ein gekröntes Haupt war dabei. Das ist schon eine besondere Anekdote. Es war 1993, da hat uns die Königin von Dänemark, Margrethe, die Ehre erwiesen, einen Abend im Moulin Rouge zu verbringen. Es gab natürlich ein striktes Protokoll, wie man sie ansprechen sollte, und wir waren alle total aufgeregt. Aber als die Königin ankam und ich sie begrüßte, sagte sie, heute Abend bitte kein Protokoll, ich bin Madame. Und der Abend lief dann ganz von alleine. Richtet euren Anzug! Um kurz vor 19 Uhr beginnt im Saal die Showtime. Denn auch das ist Teil des Traums vom Moulin Rouge. Für die Gäste schaffen Jean-Paul und sein Team einen eleganten Cancan, in dem sie sich alle für ein paar Stunden ein wenig wie Könige fühlen dürfen. Wir brauchen noch 2 Foie Gras für die 85, bitte. Dann ist es gut. Es ist eine perfekte, glitzernde Traumwelt, die fast surreal erscheint, in einer Zeit beherrscht von Corona und den damit verbundenen Ängsten. Die Leute kommen hierher, um zu träumen. Und unser Job, genauso wie der Job der Menschen auf der Bühne, ist es, diese Stunden, die die Menschen hier verbringen, unvergesslich zu machen. Wie in Stein gemeißelt. In 10 Jahren werden sie noch darüber sprechen. Das ist unsere Mission. Das ist das Moulin Rouge. Zur gleichen Zeit macht sich Audrey für ihren Auftritt bereit. Ein Teil dieser Traumfabrik zu sein, ist für sie vor allem das Ausleben ihrer Leidenschaft. Der Tag, an dem ich aufhöre zu tanzen, wird wirklich hart. Es würde mir unglaublich fehlen, jeden Abend auf der Bühne zu stehen, das Herzklopfen zu spüren, den Applaus zu hören, zu wissen, man wird angeschaut. Ich bin noch nicht bereit, das alles aufzugeben. Die Frauenrollen, die sie auf der Bühne tanzt, zeigen einen erotisierten Stereotypen. Aber wie geht sie als moderne Französin mit dieser Rolle um? Für mich ist da ein großer Unterschied zur Realität. Die ganze Schminke zum Beispiel. Ich bin im Alltag jemand Einfaches. Ich schminke mich nicht viel. Und Strass und Pailletten sind nicht so mein Ding. Aber ich liebe sie in meinem Nachtleben. Tagsüber bin ich ganz normal. Da bin ich einfach eine Mutter. Das sind 2 unterschiedliche Leben. Denn wenn ich um 19.30 Uhr hierher komme, dann bin ich nicht mehr dieselbe. Von Glitzer und Glamour ist bei Tageslicht nicht mehr viel übrig. Der Maître d'Hôtel Jean-Paul Press lebt in der Pariser Vorstadt Gennevilliers. Anzug und Fliege hebt er sich fürs Moulin Rouge auf. Wie Audrey bevorzugt er es privat eher lässig. Als ich vor 30 Jahren hier gelebt habe, da gab es die Gebäudekomplexe alle noch gar nicht. Es war früher ein Arbeiterviertel mit kleinen Backsteinhäusern. Aber vor 6 Jahren hat es sich total verändert. Veränderung kann man nicht nur hier in der Vorstadt spüren. Mit Blick auf die Entwicklung der heutigen Gesellschaft wirkt der Traum vom Moulin Rouge fast wie aus der Zeit gefallen.
Wie zeitgemäß ist diese heile, bunte Welt im heutigen Frankreich noch? Jean-Paul hat sich zu dieser Frage schon länger Gedanken gemacht. Frankreich ist ein Land mit einer ganz soliden Basis. Und die braucht man, wenn man etwas schaffen will, was die Zeit überdauert. Das Moulin Rouge ist meiner Meinung nach Teil dieser soliden Basis. Es steht für ein Frankreich, das bis zum Umfallen feiern kann. Selbst im Zweiten Weltkrieg war das Moulin Rouge geöffnet. Es waren nicht die gleichen Gäste wie heute, aber eins ist klar, um die Zukunft des Moulin Rouge muss man sich keine Sorgen machen. Es wird noch 200 Jahre bestehen. Es ist unsterblich. Die Zukunft, das sind Sie. Die drei jungen Tänzerinnen leben gemeinsam in einer WG. Direkt neben dem Moulin Rouge. Porsche, Laura und Ellie werden in der Revue nicht oben ohne auftreten. Denn sie tanzen in der Cocon-Reihe. Aber wie geht diese selbstbewusste Generation der Millennials mit dem Frauenbild der Bühnenshow des Kabarets um? Ein Bild, das heute durch MeToo eigentlich überholt sein müsste. Die Frauen reißen die ganze Show. Die rocken es. Es ist ihre Show. Versteh mich bitte nicht falsch, die Männer sind super Tänzer. Sie machen wirklich einen tollen Job. Aber hier geht's um Empowerment von Frauen. Das ist nicht im geringsten provokant oder herabsetzend. Die Nacktheit ist feminin, göttlich, elegant. Einfach wunderschön. Und ich sehe das so, weil wir hier in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der Männer und Frauen wirklich gleichgestellt sind. Die Nacktheit ist keine große Sache. Würdet ihr selbst das auch machen? Ja, klar. Das wäre geradezu eine Ehre. Es ist eine Art Beförderung. Genau, fast wie eine Beförderung. Genau. Bevor sie aber überhaupt an Beförderung denken kann, muss Porsche es erst einmal bis zu ihrer eigenen Bühnenpremiere schaffen. Deswegen kommt heute die nächste Herausforderung. Eine Probe allein mit Audrey in den Bühnenkostümen. Weil sie mit dem Lernen schneller vorankommt als üblich, darf Porsche vielleicht bereits in wenigen Tagen auf die Bühne. Damit das gelingt, müssen die beiden ganz konzentriert an Details arbeiten. Audrey lässt keine Fehler durchgehen. Absolute Perfektion ist gefordert, weil eine Moulin Rouge-Tänzerin auf der Bühne nur dann den Traum glaubhaft verkörpert, wenn sie trotz all der Anstrengung den Anschein von spielerischer Leichtigkeit erweckt. Durch die aufwendigen Kostüme werden die Bewegungen teilweise eingeschränkt. Okay, go. Diese rosa Federflügel wiegen beispielsweise 5 Kilo. Damit noch fehlerfrei die Choreografie zu tanzen, ist schon eine Herausforderung an sich. Aber das alles ist nur eine Art Aufwärmübung bis zum Cancan. Probe mit Bravour bestanden. Der Cancan war fehlerfrei. Sie hat den Cancan mit einer Geschwindigkeit von minus 2,5 getanzt. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Hat sie super gemacht, oder? Ja. Wenn morgen alles gut läuft, dann steht sie am Donnerstag mit allen anderen auf der Bühne. Im Klartext, schon 2 Tage später soll die Bühnenpremiere stattfinden, also 2 Wochen früher als geplant. Jetzt muss alles ziemlich schnell gehen, denn Porschas Kostüme müssen noch angepasst werden. Während es im Moulin Rouge hektisch wird, profitieren Laura und Ellie von ihrem freien Tag. Da die Kanadierinnen ihre Bühnenpremiere bereits hinter sich haben, haben sie mehr Freizeit. Heute keine Proben und kein Auftritt. Das Moulin Rouge war nicht ihr direktes Ziel. Eher zufällig haben die beiden 2019 beim Vortanzen mitgemacht, weil sie ein Engagement suchten.
Durch Corona wäre es mit dem Moulin Rouge auch für sie beinahe nichts geworden. Immer wieder wurde ihre Anreise verschoben. Jetzt hier in Paris zu leben, mit einem festen Engagement, bedeutet Unabhängigkeit. Wir hatten beide schon, bevor die Pandemie ausbrach, unsere Verträge für das Moulin Rouge unterschrieben. Und so konnten wir uns in den letzten zwei Jahren zu Hause innerlich darauf vorbereiten, dass wir nach Paris ziehen würden. Durch Corona war es zwar nicht klar, wann oder ob es überhaupt klappt, aber wir haben jeden Tag über Social Media gechattet, damit unsere Freundschaft bis Paris hält. Und hier nutzen wir wirklich jede freie Sekunde, um die Stadt zu entdecken. Abends leben wir unsere Showgirl-Leben, dann schlafen wir und am nächsten Tag geht's wieder los. Ich habe was Neues zum Brunchen gefunden. Da gibt es Crepe. Zum Glück mögen die Essen hier. Das ist meine Welt. Stell dir vor, wir wären in einer Stadt, in der das Essen schlecht wäre. Oh, das wäre hart. Ja, total hart. Für junge Tänzerinnen wie Ellie und Laura ist das Moulin Rouge ein Karrieresprungbrett. Hier werden sie gut bezahlt und haben eine Jobsicherheit, die es in der Tanzwelt fast nirgends gibt. Mein Traum war es eigentlich immer, es als Tänzerin zu schaffen. Meinen Lebensunterhalt als Berufstänzerin zu verdienen, ohne noch zusätzlich zu kellnern. Finanziell unabhängig zu sein, indem ich das tue, was ich liebe und wofür ich ausgebildet bin. Schon das bedeutet für mich, meinen Traum erfüllt zu haben. Auch wenn der Preis dafür eine dauernde Erschöpfung ist. Ich gähne wie ein Wal. Es war ja auch spät heute Nacht. Die Tage der Tänzerinnen sind lang. Porsche probiert gerade mit Audrey ihr Concours-Kostüm. Bei den wilden Bewegungen des Tanzes darf nicht unfreiwillig etwas verrutschen. So ganz sitzt es noch nicht. Ankleiderin Marie Galinski kümmert sich um Porsches Bustier. Im hauseigenen Schneideratelier werden die Kostüme täglich ausgebessert und die individuellen Maße an die neuen Tänzerinnen angepasst. Das ist das Kostüm der neuen Tänzerin Porsche. Morgen Abend muss es fertig sein, okay? Vielen Dank. Marie nimmt die jungen Tänzerinnen, die im Moulin Rouge beginnen, unter ihre Fittiche. Sie alle sind blutjung. Wie Porsche kommen die meisten von ihnen aus dem Ausland und leben das erste Mal von ihrer Familie getrennt. Porsche ist wirklich sehr liebenswert und sie ist mit den Proben so irre schnell vorangekommen. Damit hat sie uns ganz schön viel Arbeit gemacht, weil wir uns mit den Änderungen so beeilen mussten. Ich denke, sie wird sich gut einleben. Der Morgen vor Porsches Premiere. Die Tänzerin ist heute früher aufgestanden als sonst. Um sich von ihrem aufkommenden Lampenfieber abzulenken, macht sie einen Spaziergang durch ihr neues Pariser Viertel. Es ist der erste Moment nach zwei Wochen intensivem Training, an dem sie zur Ruhe kommt und endlich auch etwas von Paris erleben kann. It's crazy. Verrückt. Du hast es geschafft. I made it. I'm here. Ich hab's geschafft. I'm living the dream. Ich bin hier. Ich lebe meinen Traum. Es fühlt sich immer noch unwirklich an. Ein Gefühl, als wäre ich als Touristin hier. Aber das ist jetzt mein Zuhause. Das ist schon alles seltsam. Very odd. Dieser Neubeginn in Paris bedeutet nach 19 Monaten Reisebeschränkungen in Australien auch ein Stückchen Freiheit für Porsche. Wir machen uns für die Aufführung bereit. Ich mache mir immer noch einen Proteindrink, bevor ich losgehe. Es ist 18 Uhr. In der